Wie, sie kommt? Hä? Aber das ist doch falsch. Ach so, doch nochmal zurück? Ach so, sorry. Hey, wir warten für ein Zeichen, wo hören wir das? Also. Sag mal, Leute, sind die doof? Das ist doch ganz einfach. Warte, ich komme jetzt einfach nur rein und was passiert dann? Nüschte. Warte, ich werde erschreckt wahrscheinlich. Du müsstest nochmal vor der Tür warten. Also, dilettantisch. Dilettantischer Anfang. Ey, bevor es richtig losgeht, muss ich wirklich nur auf Klo, ne? Also das ist... Ist sie draußen? Also sie muss vor der Tür stehen. Geschlossen. Krass, das fängt ja schon so scheiße an. Mein Name ist Lars Eidinger. Ich bin Künstler und Gastgeber des heutigen Abends. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, zu untersuchen, inwiefern der Zuschauer einer Talkshow Menschen tatsächlich privat kennenlernt oder ob die Gäste nicht doch nur Rollen ihrer selbst spielen. Vielleicht sind sie ja in der Inszenierung sogar authentischer als in der Realität. Alles ist nur Theater und ist doch auch Wirklichkeit. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Ja, finde ich auch. Wo kommst du jetzt her? Aus Berlin. Schön mit dem Zug angereist, extra für dich. Du bist auch eine Berlinerin, ne? Ich bin auch eine Berlinerin. Man hört es auch so ein bisschen. Ist so, ne? Ja. Ja, ich weiß. Willst du was trinken hier? Ja, aber ein Bier hätte ich gern. Echt, direkt Bier? Wirklich? Ja. Okay, gut. Ich habe jetzt erstmal eine Cola getrunken, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dann so aus Unsicherheit und Nervosität so viel trinke. Dass du innerhalb von bist? Ja, wirklich. Naja, du, dann Prost. Prost. Musst du noch in die Maske? Nee. Wie war, hast du dich schon geschminkt? Ich hab schon 3 Stunden gesessen, macht schon. Also, wirklich? Ja, ich bin schon alt, gut. Okay, komm, wir gehen trotzdem in die Maske. Gut, wir gehen jetzt rein, ja? Was? So, ja, folge mir. Dein Bier kannst du mitnehmen. Ja, gut. Na gut. Ja? Also Maske ist 50%. Wo gehen wir denn jetzt hin? Hier, in die Maske, also, trotzdem. Man braucht denn halt die Maske? Die Kollegin mal kurz gucken, ob es gut gemacht ist. Hallo? Komm, wir setzen uns. Hallo, ich bin Sophia. Hallo, ich bin Sophia. Also ich bin, ihr könnt mich sie gerne... Sie ist schon geschminkt. Ihr könnt doch gerne das Näschen pudern, wenn aber, ihr will. Aber versteh mich nicht falsch, aber die Zähne, wie kriegt man das hin, dass sie so... Ich wünschte, ich hätte so weiße Zähne. Ja, es gibt einen ganz einfachen Trick. Das heißt, bleachen. Aber der Effekt ist echt... Und warum sind die so wahnsinnig gerade? Guck mal, ich habe jetzt irgendwie gemerkt, ich habe jetzt zum Beispiel hier so eine Ecke. Aber ich finde, soll ich dir was sagen? Bei Männern finde ich das... Das sehe ich ja jetzt auch in den USA immer, finde ich extrem unsexy. Manche vertun sich ja auch kolossal in der Farbe. Also, wenn es dann zu hell ist, dass es dann so unecht aussieht. Nadel-Style. Ja, vielleicht, ja. Aber Augentropfen könntest du gebrauchen. Das rote Augen. Das kommt vom Kiffen. Nee, aber wirklich? Ja, rote Augen? Ja, stimmt. Haben wir Augentropfen? Aber, ja, wir machen uns jetzt mal Augentropfen rein. Aber ich habe mal gehört, dass man da abhängig von wird. Das Gesicht ist sehr gut dabei. Ja, ne? es ist, aber das ist so ein Weiberding, glaube ich. Das ist ja eine Inszenierung. Herrlich. Ja. Guten Tag. Nochmal herzlich willkommen. Ja. Das ist unser sogenannter Backstage-Bereich. Sehr schön. Genau. Wollen Sie was trinken? Ja, ein Glas Wasser finde ich ganz angenehm. Wasser wäre super, ja. Mit oder ohne? Gerne mit. Ich nehme mal ohne, ja. Ach so, ja, genau. Komm, wir holen mal die anderen Gäste. Die anderen Gäste? Ja. Gerne. Oder warte mal, wir machen es so. Du wartest hier. Okay.
Jetzt kannst du nicht heimlich doch ein paar Sachen verbessern, wenn du willst. Und ich gehe wieder nach vorne. Ich komme gleich wieder. Hey, hallo. Hallo. Na, Meister. Hi, Michael. Hallo. Hi, Tag. Hi, Kevin. Hi. Darf ich du sagen? Na, selbstverständlich. Ja? Ja, schön, dass ihr da seid. Wollen wir direkt in die Maske gehen? Machen wir das. So. Ach so, okay, Sophia ist im Klo. Okay, also hier. Hallo. Sophia. Hallo. Sophia, hallo. Kevin, hi. Hallo, freut mich. Für euch ist es wahrscheinlich ungewohnt, geschminkt zu werden. Absolut. Für Michael auf jeden Fall. Ja, heute Morgen zum ersten Mal, ja. War es echt das erste Mal? Ja, klar. Und haben die auch was mit den Haaren gemacht, oder? Nee, sehen die so scheiße aus? Nee, ich habe mich nur gefragt, ob du dann da auch eitel bist und sagst, nee, lass mal meine Haare in Ruhe. Oder? Nee, so mache ich lieber selber. Ein bisschen hinzupfen mache ich schon auch, ja. Und du, Kevin, schminkst du dich? Also wirst du geschminkt vor so einem Auftritt? TV-Sachen gehört schon immer dazu, ja. Da rein? Hallo. Wenn die Leute im Fernsehen keine Glatzen sehen, wie sollen die mit ihrer eigenen Glatze klarkommen? Ja. Hi, ich bin die Stefanie. Hallo. Hi, hallo, freut mich. Hi, hallo. Hi, Kevin. Ich bin die Stefanie, freut mich. Hallo, hallo. Hi, Stefanie. Hallo. Hi, grüß dich, Lars, freut mich. Hallo. Hallo, freut mich. Hallo, freut mich. Super Kleid, also der Anzug. Yves Klein. Jumpsuit nennt man das. Yves Klein Jumpsuit. Nee, sieht toll aus. Danke, danke, danke. Wir sind schon alle durch. Ich bin die Letzte, du könntest oder? Jetzt noch in die Maske, wenn du willst. Vielleicht nochmal durch die Haare fahren. Na, siehst du, guck mal, ist doch toll, dazu zu schauen, wie sich die Haare kämmt. Wirklich. Ich würde durch meine Haare gar nicht so durchkommen wie du. Warum nicht? Nee, weil ich das Gefühl habe, wenn ich die lange nicht wasche, dann sehen die mehr aus. So eine Flasche Bier über den Kopf schütteln, das hilft vielleicht. Ah, okay, verstehe. Wir müssen jetzt mal rüber ins Studio. Sie setzen jeden Abend eine Maske auf und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. Mir war es halt wichtig, dass man diese Momente davor festhält, weil ich oft das Gefühl habe, dass die Gespräche vor und nach einer Talkshow immer interessanter sind als die Gespräche innerhalb einer Talkshow an sich. So wie ich auch finde, dass beim Spielen eigentlich der Moment vom Übergang in den spielerischen Moment interessant ist. Also ich will doch sehen, wie jemand aus dem Privaten ins Spiel geht. Mir vielleicht, um ein ganz kurzes Setting zu erklären. Ich habe nämlich so drüber nachgedacht, als ich die Anfrage bekommen habe vom NDR, hier so eine Talkshow zu hosten, dass ich dachte, man gaukelt den Leuten ja immer so eine Intimität vor, ja, damit man so ans Private kommt. Dann trifft man sich entweder bei einem Italiener oder so oder zu zweit am Tisch, ja, und dann redet man so vermeintlich intim und versucht die Leute dazu zu bewegen, so Privates preiszugeben. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich in eine Talkshow gehe, spiele ich ja trotzdem Lars Eidinger. Also ich bin ja in der Talkshow trotzdem immer anders, als ich zu Hause bin. Das kommt drauf an. Also der einzige Unterschied zwischen mir zu Hause und dem Sitzen in der Talkshow ist meine Haltung. Wirklich? Ehrlich gesagt, das ist der einzige Unterschied. Ja, aber meinst du nicht, dass es sowieso so ist, dass man in verschiedensten Situationen einfach sich verschieden gibt? Doch. Also wenn man unterwegs ist oder wenn man auf der Bühne ist, es ist ja immer anders. Man fühlt ja auch immer anders. Wie ist es bei einem Politiker? Bist du da wahnsinnig bedacht, was du sagst? Also mehr als jetzt jemand anders? Ich würde ja behaupten, das Geheimnis liegt eher darin, es nicht so bedacht zu machen. Weil ich glaube, man merkt Reden oder Sätzen an, wenn sie irgendeinem Schema folgen oder vorher erdacht worden sind. Dann kommen sie nicht authentisch rüber, sondern es muss schon aus dem Moment rauskommen. Und ja, so ein bisschen Berliner Mundwerk schadet dabei nicht, um es dann auch mal auf den Punkt zu bringen. Guck mal, das sieht doch aus wie ein Kellner. Guten Abend. Guten Abend. Genau, Speisekarten. Gerne. Habt ihr Hunger? Ich guck immer erst auf Tattoos, ne? Wenn Leute an den Tisch kommen. Ich so, und was hast du gesehen? Was hat er denn? Tattoos hat er. Aufgemalt, extra für dich. So, wer will was trinken?
Ja, wollen wir so eine Karaffe Wein? Rotwein? Ja, ne? Ich finde Rotwein super. Rotwein finde ich auch gut. Aber ich würde dann tatsächlich eher ein Bier nehmen, glaube ich, und am Rotwein eher mal so nippen. Okay. Siehst du? Fantastisch. Bis gleich. Dankeschön. Okay. Also ich finde Sprache natürlich auch ein wundervolles Instrument, ja. Aber du sprichst aber auch sehr gut, finde ich. Für jemanden, der für jemanden, der sonst nicht spricht. Ja, für jemanden, der es jetzt beruflich gar nicht braucht. Ja. Wo kommst du her? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe ich bin Schwabe eigentlich. Ah, ja. Das ja, habe ich jetzt übrigens verpasst. Weil ich habe mir eigentlich vorgenommen, den Michael eigentlich erstmal einzuführen. Oder ja. Ist ja der Einzige, von dem ihr vielleicht gar nicht wisst, wer es ist. Oder habt ihr seid ihr so ein bisschen informiert? Ich habe heute einmal kurz gegoogelt. Ich habe gar nicht gesagt, dass er Chirurg ist. Aber mehr weiß ich nicht. Weil den Michael habe ich kennengelernt vor 11 Jahren. Ich weiß es so genau, weil als meine Tochter geboren wurde, hatte die einen Herzfehler. Und es war klar, das Kind muss aufgeschnitten werden. Die hatte eine TGA, nennt sich das, Transposition der großen Gefäße. Ja, das heißt, du korrigierst mich, wenn irgendwas falsch ist. Da sind die Arterien, die zum Herz führen, die sind vertauscht. Ja? Und dadurch wird der Körper mit sauerstoffarmem Blut versorgt. Und am Anfang kann das Kind noch leben, weil es über den Kreislauf der Mutter, oder? Ja, es gibt so Verbindungen zwischen den genau, wo das Herzkammern. Blut zwischen sauerstoffreichem und arm ausgetauscht wird. Und dann standen wir da im Zimmer und haben gewartet und dann kam der Michael rein. Und das war so ein irrer Moment, ja, weil man dem natürlich so die ganze Verantwortung gibt. Ja. Und man weiß, dass das Leben seines Kindes liegt in seiner Hand. Krass. Und man muss sich vorstellen, dieses Herz ist so groß wie eine Walnuss und da hängen Gefäße dran, die sind so groß wie Haare. 1,5 Millimeter. Und da steht er mit einer Vergrößerungsbrille und operiert es. Krass. Und das jeden Tag eigentlich. Wahnsinn. Und deswegen war mir das so wichtig, dass du heute da bist, so, weil ich dachte, wir sind ja dann doch eher so Leute, die für was gar nicht Greifbares prominent sind. Ja? Also ich habe jetzt noch kein Leben gerettet in meinem Leben und trotzdem genieße ich so eine Aufmerksamkeit. Ja? Und dann ist es auch oft so, ich sehe da eine Talkshow und da erzählt mir irgendein Schauspieler jetzt was vom Nahostkonflikt, weil er gerade einen Film zu dem Thema dreht. Nee. Was weiß er denn? Ja, ich hoffe, dass das irgendwie auch positiv aufgenommen wird. Ja. Weil, also ich bin dir sehr dankbar, dass du das jetzt gewagt hast. Du warst doch noch nie im Fernsehen, oder? Nee, ich war noch nicht im Fernsehen. Verrückt, guck mal, da sitzen jetzt die Zuschauer auf der Couch. Ich bin ja sowieso mal neugierig, wie wir auf diese Konstellation stoßen eigentlich, oder? Ja. Also will ich ja schon mal wissen. Wie ich auf die Leute gekommen bin? Ich fand es natürlich interessant, Leute hier zu haben, die mir auch ein bisschen fremd sind in dem, was sie machen. Ja? Also es wäre nichts langweiliger, als jetzt hier 5 Lars sitzen zu haben. Ich will das nicht unterbrechen, aber ich habe die ganze Zeit, ich schwitze so krass. Und ich wollte eigentlich was anderes anziehen. Da wurde mir gesagt, ich soll ein blaues Hemd anziehen, weil ich mich dann besser vor dem schwarzen Hintergrund. Aber findet ihr es nicht extrem krass? Ja, das will man doch sehen. Sich Sophia Thomalla schminkt. But my shoes are only pretty if they're walking towards you. Ich hasse es ja eigentlich, überhaupt geschminkt zu werden. Ich bin, glaube ich, der einzige Schauspieler der Welt, der auch zum Beispiel auf einer Theaterbühne nicht vorher in die Maske geht. Ich habe das Gefühl, ich entfremde mich dann so von mir. Oder ich habe dann was im Gesicht, was nicht zu mir gehört, wie eine Maske. Aber es ist ja im Grunde immer so, dass wir dann doch verführt sind, unser eigenes Image zu bedienen. Ich würde gerne ein Spiel machen, und zwar, wir nehmen diese Karten und ich würde jetzt jedem eine andere Karte geben. Also ich gebe dem Michael, du bist ich. Ja, richtig. Dann bist du ich. Ja, und bleibt jetzt noch jemand, was steht denn? Ich bin Michael. Dann bist Michael. Okay. Ich wollte thematisieren, dass man relativ schnell, wenn man in der Öffentlichkeit ist, mit so einem Image konfrontiert ist. Ja? Und du bist jetzt Kevin Kühnert, du bist Lars Eidinger, ich bin Stephanie Hertel. Du bist Michael Hübler und du bist Sophia Thomalla. Und jetzt
würde ich euch bitten, dass wir jetzt spielen, dass wir uns befragen gegenseitig und als diese Person antworten. Ach du dickes Ei. Da habe ich ja einen richtigen Fang gemacht als Chirurg. Genau. Erzähl doch mal, wie viele Kinder operierst du am Tag? 2 bis 3. Jeden Tag 2 bis 3 mhm. Kinder? Und nur Kinder? Mhm, ja. Würdest du eigentlich sagen, dass es ein Vorteil ist, dass du so attraktiv bist oder ein Nachteil? Ich glaube, ich habe den Anspruch, auch durch meine Persönlichkeit in der Öffentlichkeit stattzufinden, nicht nur durch mein Aussehen. Und Lars, sag mal, findest du, dass du privat verrückter bist oder eher so, wie du dargestellt wirst? Also die Bühne bietet auf jeden Fall mehr Möglichkeiten als das reale Leben. Da bin ich in einer definierten Rolle und paradoxerweise auf der Bühne ist es umgekehrt. Schauspieler müsste man sein, ne? Und ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, aber deine Tochter, die hat einen Herzfehler gehabt. Ja. Und dann ist die operiert worden. Ja. Im Prinzip geht es ja eigentlich mehr um das Trauma, das man dadurch hat. Ja. Es hat ja nicht nur das Kind ein Trauma, sondern man fragt sich ja, warum passiert mir das? Und was hättest du gemacht, wenn das Kind die Operation nicht überlebt hätte? Ja, das wäre, glaube ich, sehr schlimm gewesen. Aber vielleicht hätten wir ja die Chance gehabt, ein zweites Kind dann zu haben. Was ich schon immer wissen wollte, ja. Stefanie, ist, wenn man Schlagermusik macht, ja, hört man das privat auch? Ja, ich höre es nicht nur, ich höre auch andere Sachen, ich höre auch rockige Sachen. John Bon Jovi fand ich gut, zum Beispiel. Und sag mal, Sophia, bist du denn eigentlich privat eigentlich genauso aufmerksamkeitssuchend wie im Fernsehen? Ja, ich glaube, ich bin eine polarisierende Persönlichkeit. Also, wenn man starke Meinungen hat und öffentlich stark auftritt, dann polarisiert man. Das gehört mit dazu, auf jeden Fall. Auffallen um jeden Preis. Ne? So funktioniert das. Ja. Wenn über mich keine Sau mehr berichtet, dann will auch keine Sau mit mir werben. Ziemlich simpel. Bei welcher Partei bist du nochmal? Bei welcher Partei? Ja. Ich bin natürlich bei der wichtigsten Partei Deutschlands. CDU? Ja. Die Kunst eines Politikers ist ja immer, über den Dingen zu stehen und dem gerecht zu werden, was der Wähler von mir erwartet. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, die sehr über Gesichter und Persönlichkeiten funktioniert. Ich erlebe in der Politik ganz viele, die ich als kaum noch authentisch beschreiben würde. Ich bemühe mich um Authentizität. Und hast du dann das Gefühl, wenn du da operierst, bist du da wahnsinnig unter Druck oder hast du das Gefühl, interessiert mich nicht. Nee? Ich hab meinen Job zu machen. Ich sehe mich jetzt nicht als Gott in Weiß. Ja. Trotzdem ist das ein gewisses Bild, das man nach außen abgibt. Weil sie die Leute begeistern müssen. Und dass man Menschen auch verliert bei dem Job, das habe ich über die Jahre dazugelernt und damit weiß ich umzugehen. Da sind wir wieder bei dieser Schublade, ne? In die man reingesteckt wird. Ist das dann im wirklichen Schlager-Business dann auch wirklich so, dass alles halbe Welt ist? Ja. Ja? Schon so. Und ist Schlager wirklich so gut bezahlt, wie alle denken? Ja. Aber ich meine, es erreicht auch sehr viele Leute. Also deswegen finde ich es auch gerechtfertigt. Wollt ihr übrigens Rotwein? Wollt ihr? Spannend. Sehr spannend. Wenn man da drin sitzt und das immer verkörpert, dann ist alles gut. Aber sobald man mal was anderes machen möchte und auch anders gesehen werden möchte, scheint das ein Problem zu sein. Aber
Sag mal, ich als Herzspezialist, muss mich die ganze Zeit konzentrieren, ne? Ja. Das ist ja auch mal schön abzuschalten. Wie lange machen wir denn das jetzt mal? Ja, komm, ich habe noch gar nicht getrunken. Cheers. Ich finde den aber nicht schlecht. Also smooth ist dann nicht der Wein. Prost. Bin ich jetzt Sophia? Weißt du was? Ja, jetzt nehmen wir mal die Schilder ab und jetzt sind wir wieder wir. Und jetzt werten wir aus, wie wir waren? Ja, ich find's ganz interessant. Darf ich anfangen? Ja. Okay, ich muss sagen, der Kevin hat es ziemlich, ziemlich gut gemacht. Also man hätte meinen können, du kennst mich wirklich. Also bis auf die Tattoo. Ja, also ich bin auch total begeistert, Lars. Du hast in 90% der Fragen richtig geantwortet. Muss ich wirklich sagen. Aber das ist ja genau der Punkt. Man urteilt ja oft vorschnell über irgendwelche Promis, über irgendwelche Leute, die dann mal irgendwo auftauchen. Und gerade auch über Politiker. Mhm. Ja. Das stelle ich mir schon irrsinnig schwer vor. Wie entwickelt man da ein Konzept? Oder wie entwickelt man da eine Position? Ich meine, du hast ja echt harte Positionen bezogen, oder? Ich fand sie gar nicht so hart, muss ich sagen. Aber das sagt vielleicht viel über unsere Zeit aus, dass das, was ich da gemacht habe, schon irgendwie als was Spezielles durchgegangen ist. Und das habe ich in vielen Diskussionen auch gemerkt. Wir haben uns am Ende nicht durchgesetzt bei dieser Frage der Großen Koalition. Aber es hat einfach viel mit innerer Überzeugung zu tun. Also, dass ich für mich mit meinem Verband zusammen eine Entscheidung getroffen habe, was wir politisch für richtig halten. Und das haben wir durchgezogen. Ich merke nur, dass das Volk eigentlich dadurch entdemokratisiert wird, dass man ihnen vormacht, die Vorgänge sind so komplex, dass sie gar nicht darüber entscheiden können. Eigentlich ist die Lösung ganz nah, aber es wird dir gesagt, das ist aber nicht so einfach. Du kannst nicht einfach alle Autos abschaffen, du kannst nicht einfach komplett auf Elektromotoren umbauen, weil da hängt eine ganze Wirtschaft dran und schon sagst du, gut, davon habe ich keine Ahnung, kann ich nicht entscheiden. Mhm. So. Und auf der anderen Seite, wenn man sagt, die AfD wird von Leuten gewählt, die politikverdrossen sind oder Protestwähler, meiner Erfahrung nach, die Leute, die ich kenne, die AfD wählen, die wählen die AfD, weil sie diese Werte teilen. Ja, selbstverständlich. Wir leben in hochpolitischen Zeiten und man kann sich Studien angucken, also die Politisierung ist so hoch wie seit locker 20 Jahren nicht mehr. Die Emotionalität im Thema gegenüber. Total. Aber das, also dieser Punkt, an dem du gesagt hast, ich trete in die CDU ein, das ist schon was, was einen überrascht. Ne? Dass man also ich bin jetzt Mitglied der CDU, das 7 Jahre. Schon. Also überleg mal, ich werde jetzt 29. Und bist du da auch aktiv? Oder nee. Nicht wirklich. Ich praktisch meinen Mitgliedsbeitrag, unterstütze die Partei finanziell. Das ist meine Mitgliedschaft. Ja, ich glaube, was die Partei am meisten unterstützt, ist, dass du öffentlich damit wahrgenommen wirst. Das natürlich, ja. Ich habe dann, na klar. Aber war das, dass das in erster Linie Angela Merkel war? Es ist tatsächlich Angela Merkel und es ist auch ihre Bodenständigkeit und es ist ihre Volksnähe. Wie stehst du zu ihr? Ich kann das alles gut nachvollziehen, nur das bewegt sich auf einer Stilebene. So. Und da kann ich mich auch gut drin wiederfinden. Aber damit ist inhaltlich noch nichts gesagt. So. Und ich finde, für die verrückten Zeiten, in denen wir im Moment gerade sind, dafür ist es mir zu ruhig, zu unbestimmt. Da würde ich mir viel mehr Entschlossenheit und Position wünschen. Deswegen glaube ich, dass die Logik von dieser Kanzlerschaft langsam ans Ende kommt. Aber wer wäre jetzt spontan eine Alternative? Gibt es eine Alternative? Kevin. Nein, ich finde das überhaupt keine begeisternde Vorstellung. Also da ist keine Freizeit mehr da. Du hast nie wieder die Chance, zu einer Person zu werden, die ansatzweise so anonym in der Masse verschwindet und das wirklich ist dir ein zu hoher Preis? Hat. Der Preis ist mir zu hoch. Ja, das finde ich zu krass. Ja. Das glaube ich ihm irgendwie nicht. Aber man erfährt halt auch nichts, wenn man die Leute direkt fragt. Deswegen habe ich halt die Identitäten vertauscht. In dem Glauben, dass ich im Grunde über Kevin Kühnert mehr erfahre, wenn er aus der Rolle Sophia Thomalla antwortet, als wenn ich ihn frage. Es ist halt interessant zu sehen, was wissen die Leute überhaupt voneinander oder wie reagieren sie, wenn sie mit ihrem eigenen Image konfrontiert sind. Oder wie es bei Hamlet heißt, einen anderen Menschen wirklich zu kennen, hieße sich selbst zu kennen.
sind denn so die, was naja, war denn so der erste Lieder, was war denn der Durchbruch? Ich meine, ich habe ja angefangen, da war ich 4. Und was war denn so der Durchbruch? Naja, der Durchbruch war mit Über jedes Bacherl geht der Brücker. Das war, da war ich 12. Und das ist nach wie vor ein Lied, das ich singe. Ja, ja? Bei allen Auftritten, ja. Als ich eben angefangen oder die ersten Jahre da auf der Bühne stand, da gab es immer Künstler, die gesagt haben, oh, das muss man so machen und das muss man, und guck mal, der da gerade singt, das ist jetzt Erfolg, das müssen wir machen. Ja. Und ich habe mir immer gedacht, was wollen die eigentlich, was machen die da, warum sind die nicht einfach sie selber? Ja, das ist ja das, was Lars auch gesagt hat, ne? Wenn du so unauthentisch bist, ne? Dann ja. Findest du auch keinen Bezug. Also. Genau. Weil das meinte ich so ein bisschen, das war auch der Anlass zu dem Spiel und so, dass ich dann auch die Erfahrung gemacht habe, dass natürlich die Gefahr droht, dass man so auf dieses eigene Image reinfällt. Weißt du, dass jetzt alle sagen, wir finden nicht dafür gut, dass du, dann steht bei mir Rampensau, Berserker, verrückter Typ. Ja, aber das ist so witzig, weil aber genau deswegen finde ich dich auch so super. Also gerade, weil du auch so eine Rampensau bist, aber privat zum Beispiel gar nicht. Aber das bin ich eigentlich, ja. Ja, aber das ist ja... Aber was du ja auch über mich gesagt hast. Ja, aber also, dass man dann so anfängt, zu sagen, die Leute lieben mich dafür, also muss ich denen sozusagen... Findest du? Also ich finde das ganz oft so. Ich meine, jeder hat ja irgendwie ein öffentliches, sagen wir mal, eine öffentliche, wenn man sich öffentlich präsentiert und so, wie man privat ist. Und wer das nicht hat, der ist beim Dschungelcamp. Also jeder hat ja irgendwie... Warst du mal? Nee. Jeder hat ja Würdest du? Nee. Nee. Die können das gar nicht zahlen. Genau. Das impliziert, dass es grundsätzlich schon ginge. Aber jeder hat ja... Für 1 Million? Nee. Was? Das reicht nicht. Ich kann, das ist ja das, bist du so reich? Ich kann... Nee, du willst für 1 Million nicht ins Dschungelcamp gehen? Aber es tut Geld so weh. Nee, das ist Schmerzensgeld. Nee, also für 1 Million mache ich so alles. Nicht. Ich zum Beispiel kann Geld komplett ausblenden. So. Ich finde, Geld ist geil. Ne? Also Geld macht Spaß, weil Geld macht mobil. Aber wenn ich es nicht habe... Dann bin ich auch glücklich. Also ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Aber in dem Wissen, dass das Konto aussieht, wie es aussieht? Weiß ich gar nicht so. Weiß ich nicht. Also das ist... Ja, natürlich, es beruhigt schon, wenn man natürlich, sagen wir mal schon, hat, ja, aber man hat ja auch Rechnungen monatlich zu bezahlen. Mhm. Also man muss natürlich auch daran arbeiten. Willst du ins Dschungelcamp gehen? Nein. Dass es so bleibt, wie du, es Michael? Ist. Also dann, Moment, es gibt ja, also natürlich soll man nie sagen und wahrscheinlich wirklich, wenn ich eines Tages... Sehen wir uns das nächste Mal im Dschungel wieder. ...wirklich finanzielle Probleme hätte und die würden mir dann irgendwie 1 Million bieten oder keine Ahnung, einen Haufen Geld und ich sage, das rettet jetzt irgendwie meine... Ja, ja, klar, man kann das nie sagen, ...finanzielle Situation, dann würde ich es vielleicht machen. So. Aber weißt du was, wenn jemand in den Dschungel geht, ja, und dann sagt, du... Weißt du was, ich gehe in den Dschungel, weil ich verdammt noch mal die scheiß Kohle brauche. Dann finde ich das eine total legitime und authentische Aussage. Ja, aber ich finde schon, mir hat es ja immer imponiert, so als Bild, dieser Moment, wenn die in diesem Holzverschlag sitzen und dann zu den Zuschauern sprechen. Das bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Man sitzt im Dschungel, in einem Holzverschlag und fleht die Leute an, einen lieb zu haben. So. Und manchmal fühlt sich mein ganzes Leben auch so an, ja? Dass man in so einer Abhängigkeit steht. Also ich mache den Beruf auch nur... weil ich Bestätigung brauche. Ich glaube, jemand, der mit sich selbst im Reinen ist, der wird nicht Schauspieler. Also der tritt auch nicht vor Leuten auf. Echt? Meinst du, das ist so? Bei mir ist es auf jeden Fall so. Bei dir vielleicht? Und meinst du, es ist bei allen so? Ist es bei dir nicht so? Interessante Frage. Ich glaube es auch nicht. Es gibt schon Momente, wo das so... Natürlich gibt es Momente, wo man will schon Bestätigung. Das stimmt schon, wenn man dann auf der Bühne steht. Aber ich glaube nicht, dass ich ursprünglich den Gedanken hatte, dass ich Bestätigung brauche und deswegen dann auf die Bühne gehe. Oh, geil, Gruß aus der Küche, wie geil ist es? Dankeschön. Also mich, ja, vielen Dank. Ich juckt ja das, tut mir leid. So, wer hat Lust auf ein Ständchen? Ach du, wir müssen ein bisschen den Tisch freiraum. Wollen wir gucken? Das haben wir vorbereitet für euch. Achtung. Auf dem Tisch? Auf dem Tisch, ja. Wo sonst? Damit hier nichts passiert. Ach. Hallo. Hallo. Es geht mir gut, weil ich weiß, hier gibt es nichts mehr zu verlieren, nichts mehr von Wert in meinem Besitz. Fass mir den Mut, da ich glaube, es sind Dinge,
nicht nennen muss. Ach, gib mir deinen Zungenkuss. Und wenn nicht, setz mir den goldenen Schuss. Frag mich jetzt ja nicht, wie's mir geht. Denn gerade meine Gefühlslage steht. Alles in Ordnung, denn ich lieb dich so, ich lieb dich so. Oh, der Turm war zu Babel, ich finde keinen Trost in deinem Schoß. Nichts ist in Ordnung, bitte lass mich los, lass mich. Es ist blendend, ich hab kapiert. Es ist egal, was noch passiert. Fasst euch den Mut, denn ab heute wird für niemanden mehr pariert. Pizza war kalt. Relativ. Und wie findet ihr das bisher? Also entspannt, oder? Entspannt, entspannte, ja. Runde. Also. Ja. Auf jeden Fall. Gott sei Dank kein anstrengender Charakter. Ja. Komm ruhig her. Ja, servus. Wie viel fühlt sich denn so an mit einem frischen T-Shirt? Ich habe es tatsächlich einfach geföhnt. Ja, nee, ich fühle mich jetzt besser. Binden rein. Kleiner Trick. Aber hast du jetzt auch geraucht? Du, nee. Hast du mal geraucht? Ja. Ja, weil das war schon so ein T-Shirt, wo ich gedacht habe, das würde mich auch mal interessieren. Oder man sagt doch manchmal, dass es da total abgeht. So im, was heißt denn total abgeht? Weißt, naja, dass da Drogen genommen werden. Wir haben scheinbar angeblich dieses heile Welt-Image, dass ich habe nie gesagt, dass ich eine heile Welt verkörpere. Habe ich nie von mir behauptet. Aber ja, scheinbar müssen wir diesem Bild entsprechen. Aber wir sind auch nur ganz normale Menschen. Natürlich gibt es bei uns, gibt es Leute, die feiern gern. Bei uns gibt es Leute, die feiern gar nicht gern. Es gibt Leute, die trinken Alkohol. Es gibt Leute, die trinken gar nichts. Es gibt Leute, die rauchen. Und es gibt Leute, die mal über die Stränge schlagen. Und natürlich gibt es auch geile Partys bei uns. Also was heißt Partys? Also wenn wir halt nach dem Auftritt einen feiern gehen, wir machen den Rest der dann Sitzung. Singen wir am liebsten selber. Wenn da ein Pianist sitzt, der uns zuklimmert, dann schicken wir den raus. Aber es ist jetzt nicht so über Opernsänger. Ich würde gerne übrigens noch ein Spiel mit euch spielen. Das kann man auch im Grunde nur einmal spielen. Weil wenn man die Auflösung kennt, dann ist es nicht mehr so interessant. Und zwar würde ich jetzt so reihum gehen. Ich fange mal mit dir an. Du bist im Dschungel. Wie sieht der Dschungel aus? Wie meinst du? Was ist es für ein Dschungel? Also in dem ich jetzt bin? Ja. In dem ich mir jetzt grün? Sehr grün, sehr feucht. Gehst du da tief rein? Nee. Ein bisschen Angst? Respekt.
Okay. Und wenn du bist im Dschungel, wie sieht der aus? Da gibt es auf jeden Fall so einen Pfad. Und folgst du dem? Ja. Und nichts, wovor du Angst hast? Nicht, solange da ein Weg ist. Und dein Dschungel? Ja, mein Dschungel ist auch grün, viele Pflanzen, feucht, warm. Ich versuche das irgendwie zu erforschen und vielleicht auch zu beherrschen. Und jetzt kommst du an eine Wasserstelle. Hat aber nichts mit dem Dschungel zu tun. Der Dschungel ist vorbei. Mhm. Was ist das für ein Gewässer? Ein Fluss. Und gehst du da rein? Ja. Und wie fühlt sich das an? Kalt. Und ich gehe da rein und schwimme einmal zum anderen Ufer. Ja. Und dein Wasser? Das ist ein Bergsee. Und gehst du da rein? Nö. Vielleicht mal die Zehenspitzen reinhalten. Aber okay. Und warum gehst du nicht rein? Weil ich finde, dass ein Bergsee zum Angucken ist. Jetzt kommst du an eine Mauer. Hat aber auch mit dem Dschungel und mit dem Gewässer nichts mehr zu tun. Was ist das für eine Mauer? Das ist eine Steinmauer, die ist vielleicht 1,50 Meter hoch. Und steigst du über die Mauer drüber? Ich steig drüber, ja. Und deine Mauer? Ich habe auch eine Mauer. War schon tierisch genervt, dass ich da jetzt rüber muss, aber ich habe eine Tür gefunden. Ach. Hm. Und gehst du da durch? Nee, ich gehe immer lieber gern zurück zum Alten. Habt ihr schon eine Ahnung, was es mit dem Spiel auf sich hat? Nee, null. Keine Ahnung. Nee? Der Dschungel ist das Leben und das Gewässer ist Sex und die Mauer ist der Tod. Entschuldigung. Also es passt erstens zu der Persönlichkeit, was sie erzählt zu dem Thema. Und das deckt sich auch meistens mit dem, wie man so zu den Sachen steht. Also ich weiß nicht, wenn du dich erinnerst, dass bei dir da dieser Pfad ist, ja, und dass du den reinläufst. Aber keine Angst zu haben, wäre eine Fehlinterpretation auf jeden Fall. Ich bin jetzt alles andere als frei von Ängsten. Aber du wirkst auf mich gar nicht so. Na ja, gut, also da haben wir ja alle gute Schutzmechanismen für. Also echt? Du würdest dich als ängstlichen Menschen beschreiben? Nee, ängstlich, dann kriegst du eine Charaktereigenschaft. Das wäre mir jetzt zu viel. Also, aber ich weiß nicht, also würde irgendjemand von euch sagen, keine Ängste zu haben, die einen auch umtreiben? Der Umkehrschluss, ob man mutig ist. Und ja, aber was heißt es jetzt, wenn man, wenn also das Gewässer Sex ist? Ja? Was bedeutet es, wenn der Mensch gerne ins Gewässer geht? Du musst es ja nicht so eins zu eins. Wie gesagt, das folgt ja keiner Logik. Das wäre ja auch langweilig. Also es geht ja nicht am Ende so, dass ich das dann aufschlüsseln kann. Hm. Es geht aber darum, dass man was versteht, das vielleicht tiefer ist von dem, was man an Sehnsüchten in sich trägt oder so. Ja? Und ich fand zum Beispiel interessant, dass du sagst, ein Bergsee ist zum Anschauen da. Hm. Ja, das finde ich irgendwie gut, ja, zum Sex geht. Klar, wenn es aus der Perspektive desjenigen, der weiß, wie es aufzulösen ist, auf jeden Fall. Ich finde es nur spannend, so über Bande eigentlich so zu kommunizieren. Ja? Weil ich merke das auch an mir, dass ich mich natürlich schütze mit gewissen Sachen, von denen ich weiß, die kann ich erzählen, die funktionieren irgendwie. Und ich finde es eigentlich so die große Kunst, diesen Schutz fallen zu lassen. Ja. Ich hänge noch an der Mauer. Wie? Ja. Versuch das noch mal. Mit dem Tod? Ja. Also wenn ich sage, ich gehe nicht über die Mauer rüber, ich habe ja tierische Angst vor dem Tod. Ich finde, Tod ist was ganz Schreckliches. Ich habe tierische Angst vor dem Tod. Du auch? Nee, überhaupt nicht. Ich möchte nur noch leben. Also ich habe einen großen Lebenswillen und möchte nur schon noch sehr alt werden. Aber ich habe keine Angst davor zu sterben. Und ich glaube auch nicht, dass es nach dem Tod alles komplett zu Ende ist. Da ist noch irgendwas. So eine Energie kann ja nicht ins Nichts gehen, die muss ja irgendwo hingehen, da muss ja irgendwas sein damit. Ja? Mehrfach. Meine Energie ist ja, dass der Körper, glaube ich, um gewisse Milligramm dann leichter ist, nachdem man stirbt, ist ja erwiesen, oder? Ja, ich glaube, das ist ein Messfehler. Also ja? Es gibt so Untersuchungen, die haben dann das Gewicht der Seele auf ein paar Gramm bestimmt. Aber das ist wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. Wie denkst du denn über den Tod? Oder du hast ja schon oft Leute sterben sehen. Ja.
Also ich habe keine Angst vor dem Tod. Ja. Es ist nicht so, dass ich eine Todessehnsucht hätte oder sowas. Also ich glaube nicht, dass es eine Seele gibt, die dann irgendwie noch in der Nähe ist. Ich glaube eher, dass wir dann mit der Zeit in einfach unsere stoffliche Existenz so verändern oder man wird in das Nichts eingehen. Ja. Und das ist für mich irgendwie eine beruhigende Vorstellung. Hast du Angst vorm Tod? Nee, Angst ist der falsche Begriff. Ich würde es eher als so eine Melancholie so ein bisschen beschreiben. Die Sorge, glaube ich, geht dann eher rückblickend. Also, dass man Sachen nicht gemacht hat, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, scheiße, das ist jetzt durch, das geht jetzt nicht mehr. Ich habe gerade so drüber nachgedacht, als du geredet hast. Es gibt doch oft so, das kennt man so aus Filmen vor allem, dass man sagt, es ging ganz schnell, er hat nicht gelitten. Bei mir ist es so, davor habe ich eigentlich am meisten Angst. Das stimmt, dass ich so bam, weg bin. Ich will richtig, dass du bam, weg bist? Ja, ich will richtig leiden. Echt? Ja, aber ich will es doch erleben, den Übergang. Also ich will doch, das Schlimmste wäre doch, dass es jetzt bam macht und ich bin weg. Ich will doch da liegen und am besten noch einen Monolog halten und dann sterben. Ja, das ist doch, das ist dann, also in dem Schmerz spürt man doch das Leben am meisten. Also das will ich doch. Der Schauspieler in dir, ne? Nee, aber es ist doch so, dass der in der Oper so gedehnt wird, dieser Moment. Dass er noch redet, also das dieses, was man so kennt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch hier rüberkommen zu mir und euch hier hinsetzen. Also vielen Dank, Sophia. Danke, Stefanie. Danke, Michael. Danke, Kevin, dass ihr da wart. Danke, Drangsal. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. God, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. Komm, Sophia, hilf mir! Woo! Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Geht ihr jetzt? Ja. Ihr kommt nicht noch mit darüber? Okay, ey, dank euch. Ja, es war schön, fand ich auch. Es war echt cool. Ich war echt zufrieden. Nee, das haben die Kollegen dann gemacht. Hey, macht's gut, ja, danke. Bis bald. Ciao.